Oh, ja, kurz beugen, sind scheiße. Ja, Aus. das. Das sieht schlimm aus, das sollt ihr behandeln lassen. Was ein Tipp, Abelmir, was ein Tipp. Der Ja, Hitze. nehmt erst einmal dieses Wundpulver. Das könnt ihr schon mal da drauf streuen. Äußerlich anwenden. Danke. Ja, ich trage mal mein Wundpulver auf. Vielleicht solltet ihr euch in der Friedenstadt vielleicht ankleiden. Aber mir, ich hatte gerade andere Sorgen, aber nett, dass ihr euch um meine Pracht Sorgen macht. Nun ja, wir sind hier in der Traviastadt. Ach, aber mir, seid nicht albern. Das sind doch auch keine Unmenschen, die in so einer Situation auf so etwas achten. Nun ja, nun gut. Es sind schwere Zeiten. Ihr könnt sehen, wie jetzt auch ein kleiner Trupp von 10 Leuten, Gänseritter, auf euch zulaufen, marschieren, Informationen und euch dann mit ihren Schilden, die orange leuchten, Aufstellung nehmen und euch dann grimmig und entschlossen mustern. Traf ja zum Gruße, meine Freunde. Euch auch. Wir kommen in Frieden. Und mit ganz vielen Kindern. Wir sehen sie. Sehr gut. Wo kommt ihr her? Das ist eine längere Geschichte. Vielleicht sollten wir erstmal die Kinder versorgen und meinem Kameraden hier etwas Kleidung besorgen. Ja, kannst sehen, wie ein Schild abgestellt wird und der Ordensritter dann einmal seinen orange leuchtenden Wappenrock auszieht, einmal auf links dreht, dass das Wappen dann selber nicht mehr zu sehen ist, damit er dann auch nicht als Ordensritter der Gänseritter ausgegeben wird. Und dann wird er Rafim den Stoff geben. Ich würde das anziehen. Oh, danke, danke. Bringt Oh, sie erstmal ja, auf das ist leider die. Fein am Bein. Bringt Aua. sie erstmal auf die Wildgänsewiese. Von dort aus können sie dann ja zum Kloster der drei gütigen Schwestern. Dort werden sie dann versorgt werden. Ebenso wie ihr. Ihr seid uns, wie gesagt, willkommen. Wenn eure Absichten rein sind. Was für Kämpfe führt ihr dort draußen? Wir haben gehört, dass die Kämpfe wieder lauter entfacht sind. Nun ja, wie es aussieht, sind mindestens zwei Banner Punina, haben die äußere Mauer überwunden und zusätzlich noch zwei Banner Fußsoldaten. Punin, was tun die denn hier? Die kamen von Westen, auf dieses westliche Tor zugeritten und Offensichtlich reiten. Und anscheinend dieses Katzloch, ihre Bewohner wehren sich gegen die Besatzer. Und gar nicht mal schlecht. Das Das sind gute kannst du noch. Leute. Er nickt grimmig. Entschlossen. Also gut, dann, wie gesagt, begebt euch erstmal auf die Wildgänsewiese. Wir werden Wasser und Essen zu euch bringen, auf das ihr versorgt werdet. Ja, vielen Danke. Dank. Das ist sehr freundlich, vielen Dank, vielen Dank. Ja, er gibt damit einige Befehle. 6 von den Gänserittern werden euch dann begleiten. Das sind nur ein paar Meter dann von diesem Travierschein drüber zur Wiese, wo ihr dann auch ja die erkennen könnt, wie sie hier dann herumschnattern und da ja ganz in Ruhe und in Frieden warten. Die Kinder sind auch schon mittlerweile dabei, je nachdem nach welchem Alter sie dann gerade runtergelassen werden. Beschäftigen Sie sich dann auch viel mit den Tieren und die anderen 4 von den Rittern würden dann wieder zurück in Richtung des großen Julakoras-Tempel gehen und dort dann vielleicht irgendwelche Dinge dann organisieren, wie Wasser oder Essen. Wenn ihr euch dann hinsetzt, Rafim dann in diesen ungewöhnlichen Stoff gekleidet, wird euch ja wieder klar, wie hungrig ihr eigentlich seid, dass ihr seit Tagen nichts gegessen habt. Ihr könnt was essen. Ja, ihr könntet aber auch jetzt mal stillhalten, denn ich möchte euch den Pfeil aus dem Bein ziehen. Wie wäre Den Bauch das? lassen wir drin. Ja, also ich meine, der ist doch eh halb in eurer Tasche, oder? Ja, ihr habt nicht Unrecht. Das war ein mieser Treffer. Na gut, das war ein schlechter Witz. Also eigentlich kann ich auch keine anderen Witze machen. Egal. Doch, ihr habt eure Momente. Danke. Ja, Schmerz macht mich freundlich. Aha. Das war nicht witzig gemeint. Ja, jedenfalls haben wir den Fall hier erst einmal draußen. Frosty, möchtest du eine Probe haben? Wenn du da jetzt tatsächlich Lebenspunkte wiederherstellen willst, dann nach den ganz normalen Regeln für die Wundversorgung.
Ich würde mich gleichzeitig mal um Voltax kümmern, wenn er es nicht selber machen will. Ja, ich lasse das zu. Erst ein Profi ran? Ja. Gut, ich würde probieren, erstmal vorsichtig die Pfeilspitze abzubrechen oder das Ende abzubrechen, dass man den Pfeil sauber rausziehen kann an den Bolzen. Und den Pfeil ist dabei gewesen. Und den Pfeil vorsichtig rausziehen, ohne dass er weiter zerbricht oder Holzstückchen drin bleiben. Ich glaube, die Probe ist erschwert, ne? Könnt ihr mir mal sagen, wie viel? Sekunde. Natürlich wieder abhängig davon, wo die Wunde ist. Wie geht das Schwert? Erste Wunde am Arm, Beinen plus 3, an Kopf und Rumpf plus 5. Und dann, ja, erste Wunde. Und dann ich habe ja keine Wunde bekommen, also. Achso. Blutung. Ja, aber Rafim hat eine. Ja, komm, an der Brust. Dann ist plus 5. Mhm. Was passiert dann nicht geschafft? War nicht geschafft. Gute Frage. Ich glaube Schaden oder nicht? Das kann sein. Ich würde jetzt ein W6 halbe würde ich geben. Ja, es kann auch Wund. Und Brand entstehen. Ja. Es kann aber, es passiert nur bei einer 20 oder so. Keine Ahnung, also es ist wirklich selten. Ah, also man muss ja zwei Proben machen, wenn man Heilung fördern will. Ne? Beim Scheitern der ersten Probe kommt es nicht zu einer Heilung. Der Patient erkrankt mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit an Wundfieber. Jo. Das trifft mich hart. Das trifft dich hart. Dann schauen wir doch einfach mal. Das ist ein Wundfieber. Würfel doch mal eine Konstitutionsprobe. Easy. Ja, Iserun, du ruckelst also ein bisschen, versuchst die Pfeilspitze wieder rauszuziehen, nicht zu drehen. Das wäre sehr ungesund, aber du merkst auch, dass da wohl einige Holzsplitter noch zurückgeblieben sind. Pustest da nochmal drauf, versuchst dann mit den Fingern nochmal so ein bisschen die einzelnen Splitter rauszuziehen. Ja, müsste eigentlich gut sein. Interessante Technik. Oh, hey, Herr. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Da scheint noch irgendwie was anderes mit drin zu sein. Das sieht splitterig aus. Sehr unangenehm. Ihr habt nicht zufällig eine Pinzette? Nein? Ich bin momentan leider etwas wenig ausgerüstet. Die Gänse um euch herum schauen euch interessiert an, Rafim. Oh, so ein Gänsebraten. Würfel mal bitte deine Nachteile. Schauen wir mal, was wir da so haben. Selbstbeherrschung plus... Ja, was haben wir denn noch so? Gehen wir mal die Liste durch. Ich habe Arroganz und Goldgier. Goldgier ist es ja nicht, aber du hast ja noch einen anderen Nachteil mit deiner. Ich gebe dir dann plus 5 für die Fleisch. Ja, aber es ist ja kein Verlust. Selbst wäre schon plus 5. Wenn sie dir jetzt nichts geben, was mit Fleisch ist, dann rastest du aus. Aber du kannst hören, wie wohl zwei große Fässer dann langsam über den Boden gerollt werden und kannst erkennen, wie da jetzt auch so ein großer Kessel herangebracht wird. Es sind nicht nur Gänseritter, sondern jetzt wohl auch einige Akoluten, so 17 Jahre würdest du sagen. Und du kannst erkennen, wie eine Golgaritin ebenso jetzt herbeikommt, allerdings mit dem Puninaritos. Tritt dann auch über die Absperrung, was eigentlich dann für die Gänse ist und zum Eingrenzen, geht er dann den etwas kürzeren Weg und kommt dann direkt auf euch zu. Ist wohl eine etwas ältere Dame, kurze weiße Haare, die dann sehr streng zusammengebunden sind, könnte eher eine Bibliothek oder sowas passen, aber ihre schwarzen Rüstungsteile und der weiße Wappenrock darüber, zusammen mit dem Rabenhelm, den sie dann unter ihrem Arm trägt, verheißen dann ja, mehr kriegerische Eleganz, als dass sie irgendwie in die Bibliothek gehört. Boron zum Gruße. Boron zum Gruß, Travia zum Gruß. Ich habe gehört von den Gänserittern, dass ihr Punina gesehen habt. Exakt. Vor dem Tor. Interessant. Dann hoffen wir, dass sie zu uns durchbrechen können und hoffen wir, dass sie diese widerlichen Paktiere aus dem Palastberg treiben können. Dass wir Rommel es wieder einnehmen können. Vielleicht könnten wir ihnen behilflich sein, indem wir von der anderen Seite einen Ausfallangriff wagen, um die Streitmächte der Feinde zu binden. Um sie in die Zange zu nehmen, sozusagen. Richtig, auch das. Und dann wird das hoffentlich gelingen. Der Weg hier rein oder der Weg hier raus war in den letzten paar Wochen nicht ganz so einfach. Vielleicht können wir es schaffen, aber so wie ihr aussieht, solltet ihr vielleicht etwas essen. Ja.
Das könnte man etwas mit Fleisch bekommen, bitte? Oder was mit Bier? Verzeiht, euer Gnaden, ich habe euren Namen nicht mitbekommen. Ich bin Maborea. Sehr, und ihr? Sehr erfreut. Abelmir Jamorinus. Und meine Gefährten. Ihr seid eine Gruppe von Helden, ja? Richtig. So könnte wir man es sagen. Wir sind Spezialisten. Spezialisten, nun gut. Dann, wie gesagt, auch willkommen im Namen von Travian, da partiert von mir, aber bringt ihr Neuigkeiten aus irgendeiner der Himmelsrichtung? Wisst ihr, warum es Puniner sind? Nein, wir kommen aus Oron. Von dort konnten wir nur mitteilen, dass Oron gefallen ist, beziehungsweise seine Heptarchen. Also dank uns. Dank uns. Das braucht man nicht unterstreichen, Boltax. Ja, aber sonst klingt es so, wir kommen aus Oron. Das könnte ja auch falsch verstanden werden. Deshalb wollte ich das nur noch mal klarstellen. Jedenfalls von Oron geht keine Gefahr mehr aus. Hafax hat auch abgedreht. Von Süden ist also alles in Ordnung. Die Aranier haben uns Getreidelieferungen versprochen. Soweit, so gut. Wir kommen aus dem Donnerfeld. Das wird auch noch gehalten. Ebenso wie der Angrosch-Tempel im Osten der Stadt. Ausgezeichnet. Auch von dort haben wir, so nah diese Orte auch sind, wenig Informationen bekommen. Nur dort leiden die Leute großen Hunger, denn sie haben keine Vorräte mehr. Ja, außerdem waren wir noch im Informationsinstitut. Richtig, wir beide waren noch im Informationsinstitut. Das steht auch noch, dank des beeindruckenden Artefaktes. Ja, anstatt dass sie mit einem Ja oder so etwas antwortet, wird sie einfach nur nicken, kurz schweigen. Aber wir haben gar unschöne Nachrichten aus dem Informationsinstitut gehört, also was unsere Feinde hier angeht. So, hinsichtlich von den Dingen der Kanalisation, also das Ding Kanalisation. Vielleicht hat diese Diskussion Zeit, bis die Puniner bei uns eingetroffen sind. Wir sollten schnellstmöglich etwas essen und ihnen dann zu Hilfe kommen. Ich habe weitere schlechte Nachrichten für euch. Verheim ist gefallen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und Garrett hat schreckliche Verluste hinnehmen müssen. Das wissen wir. Gut. Zumindest ist Garrett noch nicht gefallen. Nein, aber die Bevölkerung soll wohl ausgebrochen sein. Mittlerweile stehen von den 200.000 nur noch 100 und viel Tod, der über uns kam, viel unnötiger Tod. Vor ihrer Zeit. Ich war mir nicht ganz sicher, wenn ihr aus Oron jetzt hier eingereist seid, wie viel ihr wirklich davon mitbekommen habt. Aber wir waren tatsächlich sowohl in Verheim als auch in Garrett dabei, als diese Schlachten geschlagen wurden. Sie nickt wieder. Wenn das jetzt Puniner sind, vielleicht wird Selindian Hal von dort aus ins Satz schicken. Das wäre zumindest ein Hoffnungsschimmer. Hoffen wir, dass einige Brüder und Schwestern der Golgariten dabei sind. Euer Orden war immer schon eine große Stütze in der Schlacht. Dürfte ich fragen, seit wann ihr in dieser Stadt seid? Ich bin aufgebrochen mit meinen Brüdern und Schwestern gemeinsam von hier und wir wollten Entsatz leisten für Verheim. Haben allerdings dann davon gehört, dass wir zu spät sind und sind dann wieder umgedreht. Als wir die Tore geschlossen vorfanden und das Innere brennend, haben wir noch einen kleinen Durchbruch versucht, aber auch dabei sind viele gestorben. Es sind noch ein paar übrig. Südlich von Romelis befindet sich noch ein kleines Lager mit versehrten Ronderer und Boron-Geweihten und Golgariten. Sie benötigen vielleicht eure Hilfe. Wir werden uns darum kümmern, alles zu seiner Zeit. Das ist eine vernünftige Einstellung. Wenn Sie... Ich gehe davon aus, dass die Fürstin sich zu ihrem Bruder Okurian zurückgezogen hat. Vielleicht haben die Puniner auch dort Verstärkungen mitgeholt und vielleicht zieht die Fürstin wieder hier ein. Wir werden das sehen. Die Zeit wird es zeigen. Das ist zumindest die Information, die uns der Burgschulze im Donnerfeld gegeben hat. Die Fürstin ist sicher auf feste Hohenstein. Die liegt von hier aus am besten.
Das würde es erklären. Sehr gut. Irgendetwas geht aber vor im Palast. Nicht nur dort. Sirion Grimm ist hier. Torxus ist hier. Asmodeus von Andergast ist hier. Irgendetwas geschieht dort. Sie scheinen also irgendetwas in dieser Stadt zu suchen? Oder etwas zu planen? Und Beides. Wir wissen, dass sie etwas suchen und wir wissen auch, was sie in der Kanalisation planen. Und das ist vielleicht für euch ganz wichtig. Wir waren durch eine Verquickung von Ereignissen auf einmal im Keller des alten Tempels beim alten Boronanger und das tut mir sehr leid, euch das sagen zu müssen, aber es sieht nicht gut da aus. Da sind wohl offensichtlich irgendwelche Nekromanten am Werke. Nekromanten? Ja. Du siehst, wie sich ihr Gesicht verfinstert. Ich hätte euch gerne diese Nachricht erspart, aber ich denke, es ist wichtig, dass ihr das wisst. So viel zu alles zu dieser Zeit. Sie zieht ihren Rabenschnabel und stapft wieder von dann. Diejenigen, die dem Punina Ritus angehören, wissen, wenn der Rabenschnabel gezogen ist, stirbt jemand. Jemand stirbt. Ja, während sie davon geht, könnt ihr jetzt wohl auch erkennen, wie von dem Turm, von dem ihr eben selbst herabgestiegen seid, jetzt auch andere dreckige, verlumpte, blutige Gestalten heruntersteigen. Sind das die Bewohner von Katzloch? Bärtig, lausig, abgeranzt, die ebenso jetzt heruntersteigen mit einer unglaublichen Arroganz, die Hände in ihre Hosentaschen geschoben oder sich durch die fleckigen Bärte fahren, gucken sie sich hier um, als ob ihnen ja die Friedensstadt gehört. Und kommen dann direkt auf euch zu. Den Zwölfen zum Gruße. Gute Arbeit, die ihr dort geleistet habt. Ah, Essen. Ja, der Mann geht einfach an dir vorbei, schiebt dich auch tatsächlich unhöflich beiseite und geht dann einfach mal zum Kessel, der jetzt mittlerweile aufgebaut worden ist. Und du kannst auch sehen, wie jetzt die ersten Kinder da von den Gänserittern dann verköstigt werden, von den Akoluten. Und auch die Kinder werden dann nach und nach beiseite geschoben. Also von Anstellen oder von einer Schlange hält dann der oder diejenigen nichts. Sieht das so aus, als ob die sich gegenseitig kennen, also die Kinder und diese Milizen? Menschenkenntnisprobe. Plus 5. Immer diese 20er, ey. Du kannst das nicht einschätzen, also die Kinder lassen das geschehen und wird wohl alles seine Richtigkeit haben. Naja, wenn gut. So läuft, essen. Richtig. Ich schließe mich an. Und dann sollten wir auch schnell der Golgaritin nach. Die hat was vor. Das kann nur gut werden. Ja. Ja, erst etwas essen. Mein Magen knurrt unerträglich. Ja. Ihr könnt sehen, wie wohl noch weitere Leute dann blutig nach und nach dann von diesem Turm runtersteigen, als ob das jetzt wohl der Ein- und Ausgang für alles wäre. Ihr habt ihn irgendwie geöffnet oder gezeigt und ja, einer nach dem anderen, Männer, Frauen, irgendwelche halbstarken Jugendlichen, die dann da runterkommen und sich dann ebenso vor die Kinder schieben, die das wieder mit sich geschehen lassen. Es gibt zwar leisen Protest, aber ja, ihr steht natürlich ganz hinten an und ihr werdet sicherlich nichts mehr bekommen, wenn jetzt der Kessel alle ist und die guten Fleischstückchen sind dann sicherlich auch schon rausgegessen, aber Gibt es dort noch Brot oder sowas? Irgendwie. Du kannst nichts erkennen. Also Wasserfässer, die aufgestellt sind, angeschlagen sind und wo dann wie Bier noch rausgezapft wird oder von oben rausgeschöpft wird. Aber ansonsten nur einen großen Kessel. Also mit Brot kannst du nichts erkennen. Ich würde mich einfach der vordrängenden Schlange anschließen und einfach an den alten Leuten da vorbeigehen, die sich da einfach vordrängeln. Das Spiel können wir zu zweit spielen. Ja, also wenn du da vorgehst, die klopfen dir dann wohl auch irgendwie auf die Schulter, gute Schlacht. Oder so ein bisschen auf den Hintern, wo sie dir so reinzwacken. Also die ein oder andere schmierige Frau
Oder ja, irgendwie einen Griff an die Oberarme von dir rüberstreicheln. Und sie lassen das auch geschehen, wenn du dich da vordrängelst und zwinkern dir dann auch zu. Ja. Ja, ich klatsche mir erstmal selber die Schüssel voll, esse dann noch direkt an dem Pottich einfach weiter, klatsche mir die andere Schüssel voll und würde die zu den Kindern bringen. Das wird erst einmal für mich selber essen und dann was für die Kinder holen. Ja, wie gesagt, sind 20 Kinder, ne? Also das dauert ein bisschen. Ja, ich hab Zeit. Aber ich brauche ja Fleisch. Die Kinder, die überleben auch auf Gemüse. Ja, ich habe irgendwie nicht so richtig die Ruhe. Also ich möchte nicht hier unbedingt auf der Wiese bleiben. Ich würde gerne der Golgaritin hinterhergehen. Ja, die ist auf alle Fälle schon verschwunden. Die ist in Richtung Süd gegangen, hat jetzt auch gar nicht großartig auf euch gewartet oder die Verköstigung. Entweder ist hier am Yulagoras-Tempel oder eben noch weiter in Richtung Süden gegangen. Zumindest war ihr Schritt sehr bestimmt in Richtung Süden. Vielleicht sucht sie einen Durchbruch oder sowas. Also du weißt ja, wo der Boron-Tempel ist und kannst du das grob einschätzen, dass das wohl ihr Ziel sein wird? Ja gut, allein wird sie da wohl nicht hinziehen. Und ich meine, ich kann ihr dann irgendwie noch zusätzliche Informationen geben, aber jedenfalls, also ich habe jetzt keine Lust, mich hier mit irgendwie Milizen und Kindern um Essen zu schlagen, die wahrscheinlich genauso wenig auf den Rippen haben wie ich. Und deswegen gehe ich ihr jetzt nach. Ich hole mir erstmal Essen. Ja, im Gegensatz zu Rafim wirst du wohl weniger respektiert. Und wenn du dann versuchst, auch an Essen zu kommen, vielleicht wird sie dich auch vordrängeln oder sowas vor die Kinder, vor die Schläger, wirst du erstmal so zurückgehalten. Nach dem Motto, nicht vordrängeln oder auch wieder zurückgeschubst aus der Schlange raus. Hey, was soll denn der Scheiß? Wie, was soll der Scheiß? Stell dich hinten an. Ach Quatsch. Kleines Männchen. Ich lass dir vor. Rafim, komm mal her. Ja, Mathilda, hier, nimm mal deine Schüssel. Ja, lass sie nicht ärgern, ne? Bist du ein braves Mädchen, ja. Pira, hast du auch gut gegessen? Oh, was denn? Oh. Wo ist... Irgendwer hat mich gerufen. Wer von euch Arschlöchern hat nach mir gerufen? Ich war das. Irgendwo dahin. Du, dicker Mann mit dem Bauch, geh mal zur Seite. Genau. Ich drängel mich doch ständig an den von Voltax. Abel mir, was machst du denn da hinten? Mich anstellen. Wie wir brauchen das... jetzt was zu essen. Die Rafim. Schlange fängt doch immer vorne an. Kümmer dich doch mal drum, dass wir was zu essen kriegen. Ne? Genau. Ja, meine Güte, ihr seid doch große, starke Jungs. Ja, Mathilda hat sich auch ihr Essen selber geholt. Ne, Mathilda? Ja. Ich dränge mich mal nach vorne, denn... Ja, ich in der Zeit auch. Ja, also wie gesagt, wenn ihr versucht, euch nach vorne zu drängeln, dann wird da mit Fäusten geantwortet, also nicht unbedingt geschlagen, aber auf alle Fälle dann in eure Rippen gestoßen. Oder also ihr werdet definitiv zurückgehalten. Rafim, ich würde nochmal zurückgehen, die zwei Kinder auf meine Schulter setzen und wieder vor ihnen herlaufen. Seht ihr, die Beine holen sich auch selber ihr Essen. Rafim, die suchen Ärger. Lauf einfach mir hinterher, kann doch nicht so schwierig sein. Ja, ich halte mich mal Rafim fest an seiner Umhang, könnte man sagen. Wer seid ihr denn? Wir haben euch ja noch nie gesehen. Das ist Abelmir. Das da vorne war Mathilda. Das hier ist, ich weiß nicht, wie er heißt, aber er ist klein und ein bisschen grün im Gesicht. Das ist Boltax. Die ist ein bisschen gelb im Gesicht. Aber ich weiß auch nicht, wie die heißt. Ich bin Rafim. Wir haben gekämpft, wir brauchen jetzt erstmal was zu essen. Gab schon viel zu lange im Katzloch nichts. Wie bitte? Gab schon viel zu lange im Katzloch nichts. Nur die gekämpft haben, dürfen essen. Habt ihr die gehängt? Fand ich gut. Schönes Bild, guter Strick, gute Länge. Ja, wieder wird Boltax zurückgeschubst. Hey, jetzt. Boltax, du bist ein Zwerg und kein Kleinkind. Jetzt strengel dich doch mal vernünftig vor. Ja. Das ist ja nicht auszuhalten hier. Das geht gar nicht. Ich bin ein mächtiger Zauberer. Wollt ihr alle verzaubert werden? Wollt ihr alle verzaubert werden? Nein? Also lasst mich durch. Ja, sie schauen dich an, schütteln beim Kopf. Zwerg und Zauberer. Was gibt's gar nicht? Ich nutze meinen letzten ASP. Okay, ja. Und lasse... Also mein Dolchritual, Licht. Lasse mein Dolch in großem Licht erstrahlen. Ja, du holst den Preis. Ist das der Preis aus Dolch? Nee, das ist der andere.
Genau. Ja, du siehst, wie sie zurückspringen, ihre Schüsseln fallen lassen und sie überlegen kurz, ob sie dich angreifen, aber dann schütten sie nur mit dem Kopf und brummeln nur noch irgendwas. Dann darfst du vorgehen. Meinst du mit Dabelmir? Also da diskutieren sie jetzt auch nicht mehr mit dir. Da ist ihre Angst dann auf alle Fälle dann ihre Furcht Zwergen dann geweckt. Es geht doch. Ja. Endlich. Nun, schöner Dolch, Boltax. Ich hab zwar eigentlich gedacht, dass du dich einfach durchschubsen würdest, aber das geht natürlich auch. Ja, ja. Köpfchen muss man haben. Ich hier nehme oder diese Arme, ne? Ja, diese Schüssel. Boltax. Oh, das tut gut. Oh, jetzt noch ein Bier und das wäre ein ganz formidabler Tag. durchaus. Und hier die mit dem grünen im Gesicht und der mit dem gelben im Gesicht. Was wollt ihr? Ihr wollt auch eine Schüssel, ja. Lass mal Papa Raffin das machen. Papa Raffin kümmert sich darum. Wo ist denn Iserun hin? Ja, Iserun, wenn du dann am großen Yulakoras-Tempel stehst, kannst du erkennen, wie hier wohl auch ungefähr 5 Ritter stehen auf ihren Pferden und auch Lanzen herausgeholt haben. Ebenso kannst du erkennen, wie die Golgaritin auf einem Pferd sitzt, ebenso schwarz wie sie selbst. Und 2-3 Gänseritter, die sich dann ebenso diesem Verbund angeschlossen haben. Den zweiten zum Gruße, die Ritter. Ja, zum Gruß. Wollt ihr uns anschließen? Wir tjosten. Tatsächlich, wo denn? Direkt nach draußen. Wir versuchen einen weiteren Durchbruch. Wenn die Puniner jetzt kommen, haben wir gute Chancen. Pferde also, in der Stadt. Ja, nach Westen also. Von hier aus erst einmal nach Süden. Wir müssen zum Boron-Anger. Dort sitzen wohl finstere Nekromanten. Das tun sie wohl. Allerdings denke ich, dass die Priorität hier bei den Puninern liegt. Mithilfe der Puniner haben wir eine größere Streitmacht. Zudem müsstet ihr, um zum Boron-Anger zu kommen, am Marktplatz vorbei. Dieser ist mit Scharfschützen gespickt. Auf dem Pferd könnt ihr gegen die genauso wenig anrichten wie zu Fuß. Es ist taktisch unklug, jetzt den Boron-Anger anzugreifen. Das heißt, wir verbinden uns erst mit unseren Kräften, mit den Almadanern und brechen dann durch. Wenn sich die Gelegenheit ergibt und die Leute stark genug sind, ja. Das oberste Ziel muss aber sein, uns erst einmal mit den Puninern zu verbinden. Wohlan, also braucht ihr ein Pferd? Ja, bitte. Ja, du kannst sehen, wie einer der Knappen, der wohl gerade noch einem anderen Ritter hochgeholfen hat, wird dann in seine Richtung geschnippt. Der läuft noch einmal los und kommt dann nach ungefähr einer Minute, die dann die Pferde so ein bisschen scharren, mit einem weiteren gesattelten Pferd dann auf dich zugelaufen. Ja, und dann steige ich auf, klopfe meine Sachen so ab, stecke meinen Stab dann in diese Halterung, die ich extra für den berittenen Kampf anfertigen lassen und signalisiere, dass ich bereit bin. Ja, nicht lange mit dem Yulakoras-Tempel aufhalten, sondern siehst dann, wie ihr euch grob Informationen bringt, also 2 Pferde nebeneinander auf den sehr engen Straßen und seht dann, ja, wie auf ein Zeichen der Ritter und auch der Golgaritin dann das Tor im Westen geöffnet wird und ihr dann in einen Laufschritt verfallt, der dann immer ein bisschen schneller wird und dann durch die Tore durchreitet.